Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, von meinen Vorrednerinnen und Vorrednern ist ja bereits darauf hingewiesen worden, dass grenzüberschreitende Kriminalität natürlich auch besondere Herausforderungen für die Polizeiarbeit zur Folge hat und dass man ohne entsprechende Abkommen oder halt eben ohne die Zusammenarbeit zwischen den Nachbarstaaten zu regeln, diesem Problem auch nicht Herr werden wird. Und dabei liegt es natürlich auf der Hand, dass offene Grenzen eben ganz besondere Anstrengungen in diesem Bereich erforderlich machen. Ich möchte aber gerne auf einen anderen Punkt hinweisen, denn wir diskutieren heute darüber, ob wir einem bilateralen Vertrag zustimmen, der immerhin vor fast einem Jahr geschlossen wurde, am 28.04.2015. Und es ist meiner Ansicht nach daher durchaus angebracht, sich zu vergegenwärtigen, dass eben gerade das letzte Jahr erhebliche Veränderungen für die beteiligten Staaten, Europa und auch die Welt insgesamt gebracht hat. Denn, wenn ich nur mal daran erinnern darf, kein anderes Thema hat wie die Flucht vieler Menschen nach Europa hat den politischen Diskurs in der Vergangenheit so stark geprägt, in Deutschland, aber halt eben auch in der Tschechischen Republik. Und Sie alle kennen die Äußerungen des Präsidenten der Tschechischen Republik in Bezug auf Flüchtlinge. Und ich bin davon überzeugt, dass keine hier im Bundestag vertretene Partei ein solches Maß an Fremdenfeindlichkeit gutheißt. Und deshalb sage ich, dass wir dringend eine Zusammenarbeit in Europa brauchen, die eben von gemeinsamen Werten getragen ist und sich eben auch im Kontext der internationalen Entwicklung fortschreiben lässt. Und wenn also eine Mehrheit hier im Deutschen Bundestag diesem Polizeiabkommen zustimmen wird, dann darf das eben nicht darüber hinwegtäuschen, dass die größten Herausforderungen in der europäischen Sicherheitspolitik eben noch vor uns liegen. Und Herr Krings und auch Frau Mittag, Sie haben darauf hingewiesen, dass wir natürlich ein Problem im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität haben, insbesondere bei Crystal Meth Laboren. Aber das betrifft halt eben auch das Thema Waffen und Sprengstoffe. Und der tschechische Waffenmarkt, insbesondere auch der illegale Waffenmarkt, hat, und das gilt auch für einige andere Nachbarländer, in der Vergangenheit für die Bewaffnung bestimmter Szenen und Gruppierungen gesorgt und da durchaus erhebliche Bedeutung gehabt. Und jetzt ist der Vertrag bereits unterzeichnet. Das heißt, wir beraten ja jetzt im Deutschen Bundestag darüber, aber Änderungen sind in diesem Zusammenhang ja jetzt nicht mehr möglich. Es wäre daher auch sicherlich sinnvoll gewesen, solche Fragen wie beispielsweise Betäubungsmittelkriminalität, wie beispielsweise die Frage von illegalen Waffenmärkten, sicherlich sinnvoll gewesen, im Vorfeld der Verhandlungen zu einem solchen Abkommen auch hier im Hause mal zu erörtern. Für eine bessere parlamentarische Beteiligung spricht meines Erachtens auch, dass es hier um Befugnisse geht, die eben Polizeikräften anderer Staaten Grundrechtseingriffe auf dem jeweiligen anderen Staatsgebiet ermöglichen. Da hat auch die Kollegin Jelpke noch mal darauf hingewiesen. Für dieses Abkommen ist das natürlich jetzt leider vergossene Milch, das muss man so sagen. Aber zukünftig würde ich mir wünschen, dass wir eine parlamentarische Befassung hätten, bevor ein solches Abkommen unterschrieben wird. Es ist mir bewusst, das ist formal nicht vorgesehen, aber es hindert die Bundesregierung ja nicht daran, das vielleicht auch mal zu versuchen. Zum Inhalt des Vertrages möchte ich eigentlich nur noch ergänzend sagen, weil dazu hier schon viel Richtiges gesagt worden ist, dass die Zusammenarbeit, die dort geregelt ist, teilweise sehr, sehr weit geht. Wenn also hier ganze Bundesländer zu Grenzgebieten erklärt werden, dann frage ich mich ehrlich gesagt, ob das sachlich so gerechtfertigt ist. Also ich für meine Begriffe sehe in einer solchen Regelung eher ein Zeichen dafür, dass wir neue Formen der europäischen polizeilichen Zusammenarbeit in einem Europa ohne Grenzen finden müssen. Ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Als letztem Redner in der Aussprache erteile ich das Wort dem Abgeordneten Günther Baumann, CDU-CSU-Fraktion.